Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel Ghost Recon Advanced Warfighter. Von nicht alleine allerdings. Sagt mal Hallo da drüben. Hallo. Hallo. Ja, zu dritt, nicht zu viert. Will nicht anders sein. Egal. Wir haben keine Freunde. Ja, Ghost Recon, alter Taktik-Shooter aus dem Jahre 2005. Also für euch ist es alt, für mich ist alles, was nach 2004 erschienen ist, neu. Warum ist es noch neu? Für dich oder für deinen PC? Was? Dein PC oder für dich ist das neu? Für mich. Das hat so einen Grund, dass ich mit 2003 oder 2004 meinen ersten eigenen PC bekommen habe, der schneller war als 300 MHz. Darum. Also, was nach 2004 erschienen hat, ist neu. Ja, ich weiß es nicht Ja, genau. spielen. Erzähl mal, Ja, um was spielen. es beim Ich Spiel will mir geht. jetzt noch meine Waffe hier auswählen. Deswegen immer Granatwerfer will ich. Darum nehme ich Granatwerfer. Und Granaten. Nein, Gewehrgranaten. Das interessiert unsere Zuschauer wirklich sehr. Ja, ich bin mir da total sicher. Sagt mir, wenn ich fertig bin, ich schwafe so lange weiter vor mich hin. Ja, das Ding ist recht schwer. Wir spielen es deswegen auf leicht. Es gibt auch keinen Save Point im Multiplayer. Und ich spiele natürlich die Kampagne, die im Jahre 2012 stattfindet, was ich lustig finde, weil das, was wir an Technologie hier sehen, gibt's nicht. Außer die Scar. Das ist, glaube ich, das Einzige, was rausgekommen ist. Und das Ja, aber so Ganze. viel Technologie hat das jetzt auch nicht. Ja, aber die Waffen, die wir hier alle sehen, bis auf die Scar, also weiß ich nicht, das sind eigentlich alle Achso, wieder ja, gute eingestampft Waffen. worden. Ich glaube, das MG könnte es noch geben. Das Ganze ist natürlich ein Tom Clancy-Spiel, das heißt, die Story wird total scheiße sein. So wie immer von Tom Clancy. Ich mochte den echt am Anfang. Ja, Ich glaube, die da war ersten. damals ein bisschen alles neu und alle dachten, boah, geil, das kannten wir noch nicht. Die Muss gut ersten. sein. Achso, du redest ja von den Spielen, weil ich rede auch von den Büchern. Weil ich habe auch die ersten Nee, drei ich Bücher. rede nicht von Büchern. Also Die nicht bei ersten so drei Fernsehdingen. Bücher, die man gelesen hat, waren auch cool, weil neu, ja. Und dann hat man festgestellt, so nach den ersten drei Büchern, das ist immer dasselbe. Und irgendwie wurde das Buch auch immer total bescheuert, ja. Also ich weiß noch, irgendwie, ich glaube, irgendwas mit Drachen, wo die Chinesen die Russen invasieren und dann die Russen deswegen sich der NATO anschließen. Das Was? war, ja, das war Russen total schließen sich der lächerlich, das NATO Buch. an? Das war so albern. Das war, ah. Vor allem, das Buch war eigentlich schon echt rassistisch, weil die Chinesen wurden immer so dargestellt, die können nichts. Sie kopieren nur alles von allen anderen und alles, was sie bauen, ist scheiße. Aber das Ende dieses Buches hätte aus Warhammer sein können. Der amerikanische Präsident stellt sich beim atomaren Angriff auf Washington an Bord des letzten Zerstörers der amerikanischen Flotte in Washington, um die Mannschaft zu motivieren, dass sie die letzte Atomrakete abschießen. Und es funktioniert. In dem Moment sind Space Marines in meinem Gedankenkampf vom Himmel gekommen und haben geschrien: Für den Imperator der Menschheit! Also, Tom Clancy kann man einfach nicht ernst nehmen. Ich schneide das alles in meinem Pod. Was? Seid ihr soweit? Ja, ich habe schon auf bereit geklickt. Oh, warum sagt mir das keiner? Weil du Squad-Leader bist, Junge! Ach ja, mir wird ja nichts gesagt. Oh, Captain Mitchell, Grafik. die Lage ist folgende. Vor 2 Tagen haben wir ein RC-12-Spionageflugzeug in Nicaragua verloren. An Bord war Guardrail 9, eine multifunktionale Black-Ops-Kommunikationsanlage. Gestern haben nicaraguanische Rebellen Kontakt zu einer paramilitärischen Gruppe hier in Mexico City aufgenommen. Joe Ramirez ist vor Ort. Er bestätigt, dass ein Deal im Gange ist. Sie müssen das Paket sichern und zum Abholpunkt zurückkehren. Der Black Hawk bleibt in Bereitschaft, um Sie zu unterstützen. Ich wiederhole, das erste Ziel lautet, erreichen Sie Ramirez. Verstanden. Ramirez Position erreichen. Alles klar, Bud. Los geht's. Ausgezeichnet. Schön, dich an Bord zu haben, Squad. Du hast Feuerfreigabe. Was die jetzigen Ereignisse zeigen. Juhu. Der Präsident trifft sich heute in Mexico City mit dem kanadischen Premier und seinem mexikanischen Amtskollegen, um NASHSA, das North American Joint Security Agreement, zu unterzeichnen. Ein historisches Abkommen, das die Überwachung der gemeinsamen Grenzen auf 3 Länder verteilt und illegale Einwanderung sowie den Transfer von Drogen, Waffen und Terroristen eindämmen soll. Im Zuge dieser Vereinbarung wurden den mexikanischen Streitkräften 50 Panzer Ich überwiesen, hab die auf dem Militärstützpunkt vergessen, der KI eine gute Waffe zu geben. So, ich hoffe, ich werde jetzt nicht angeschossen, während ich absteige. Nee, wir haben das vorhin schon mal gespielt, war auf Hardcore, aber hier aus Richtung Westen kommt gleich eine Patrouille, deswegen Vladi, Medu, ich kann schon mal in die Richtung schauen. Ich schaue in die andere Richtung für den Fall, dass es Control, das ist es.
ich auch nicht so ist. Ich habe eine positive ID auf die Spieler. Wiederhole, die Nicaraguaner sind hier. Ich habe visuellen Kontakt zu der Lieferung. Sie scheinen für den Deal bereit zu sein. Verstanden. Die KI ist so doof. Ich muss die beteiligten Mexikaner noch einmal sehen. Ich wenn ich Squad-Player bin, überlebt sie bei mir am längsten. Ich glaube, der Kerl mit dem Handy ist Carlos Ontiveros, einer meiner Studenten im Winsack. Das ist nicht gut. Ja, wir warten. Also das Spiel besteht, daraus, dass wir immer einen Squad-Leader haben, in dem Falle den Nagrach, der liebe Nagrach. Und der hat so eine wunderschöne Sicht, die ihr jetzt bei mir nicht seht, die Satellitensicht. Und er, der wallhackt quasi von oben die Gegner und weiß, wo immer alles ist. Wenn ihr heißt, noch etwa eine halbe Minute weiter in die Richtung Schwesten schaut, kommen die zwei Männchen gleich um die Ecke. Ich sehe sie schon auf dem Satellitensicht. Die anderen haben auch die Satellitensicht, können sie reinschauen? Ich kann nur darüber Befehle geben, willkürlich Wegpunkte setzen. Ja, wir wandeln sich die Sicht mit. Jetzt müssten sie ihr sie sehen, genau in Richtung Westen, an der Wand. Ja. Ja, Feuerfreigabe. Knock sie aus. Ja. Den mach ich. Ziel am Boden. Sehr schön. Ziel eliminiert. Sehr schön, das fängt doch schon mal gut an. Gut, dann kommt mal wieder alle her. Oder geht auf der anderen Straßenseite. Nee, kommt ihr mal her. Ja. Ich teste aber jetzt nochmal die Karte, ich zeig's nur kurz mal. Tabulator. Achso, Tab. Genau, diese Sicht sieht der Nagrach und gibt uns da Befehle. Das heißt, wenn er der Squadleader ist, guckt er. Oder derjenige, der Squadleader ist, guckt eigentlich die ganze Zeit nur durch diese Map. Ja, nicht nur. Ach ja, Produktplacement gibt's auch. Lieber Axel! Also wenn ich Squadleader bin, gucke ich nur durch diese Map. Ja, aber du bist ja auch der bessere Squadleader. Weiß ich immer, dass ich langsam vorgehe. Ja, aber es funktioniert. Bei mir sterben immer alle. Also das Spiel ist wirklich schwierig. Ich könnte es auch, einfach weil es so in ist, als Dark Souls der Ego-Shooter bezeichnen. Die erste Mission dient als Tutorial und ist deswegen noch relativ easy, aber wir haben es mal bis zur Mission 5 so offscreen schon mal geschafft. Die Mission war echt schon heftig. Ja, mein Problem ist immer, dass ich zu ungeduldig bin. Autsch, autsch, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das war nicht meine Schuld. Westen, auf der Straße. Ich hab's gesehen. Lass das down, einer kam noch mitgelaufen. Es waren vorhin, wie wir es angespielt haben, 3 oder 4 an der Ecke. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ob ich die sehe. Bist du unserem. Ja, ich sehe zwei weiter in Richtung Norden, ganz weit weg auf der Straße, wo jetzt Bloody um die Ecke schaut. Ah! Ab, kommt der denn hin? Hab den. Ganz weit weg? Den habe ich nicht gesehen auf der Karte. Willst du Alan auch mit uns mitschicken? Ja, ich hol ihn mal. Der wird einfach nur unser extra Spawnpunkt sein. Also, wir haben keine Respawns. Warte, ich habe da noch einen hinten, Gladi. Ja, es sind zwei ganz hinten. Die habe ich noch gesehen. Abschuss bestätigt. Hab einen. Der andere. Bleib bitte nicht aufstehen. Ich guck über dich drüber hinweg. Zweiten sehe ich nicht. Magst du bitte den zweiten schnell markieren? Ja, den kann ich markieren. Medo. Ich hoffe, er ist es, aber. Was ist zu sehen? Siehst du es? Darf ich die Straßenseite wechseln? Ja, wir geben die Deckung. Ladi liegt schon im Blut. Den bei der Garage da hinten, oder? Bei dem LKW. Ja, jetzt schießt er auf jeden Fall. Ja, jetzt wird auf mich geschossen. Es gibt. Ah. Was auch noch gut zu wissen ist, ich sehe ihn. Bei der rechts neben dem Laternenpfahl hab ihn. Warum hat er jetzt auch vom Feuer geschossen? Es gibt auch keine Medipacks und es gibt keine Health-Regeneration. Das heißt, jeder Treffer von uns, den wir einstecken, ist schlecht. Konnte ich mal. Ah, Y war. Feuermodus umschalten. Ich gehe mal ins Auto ran. Okay. Wer von euch ist jetzt noch okay? Wie sieht's mit dir aus? Okay. Ja, Gladi, kannst du mal vorrücken bis zu der Leiche, die da vorne ist. Ja, wir müssen aber nach rechts. Rechts sitzt noch einer, stimmt. Warte, bei dem Truck sitzt noch einer. Kriegst du den? Ziel eliminiert. Ja, sehr gut. Medu, kannst nachrücken. Ich. Alan läuft uns hinterher. Ich komme mit der KI nicht klar, das weißt du ja. Den Befehle geben, wir sterben die nur.
Ja, bei mir war der Alan der coolste, der hat ja immer so, ja, so nach hinten so einen Headshot gemacht, irgendwie immer. Schon wieder Beschuss? Oh. Ah, Nordwest. Hopp. Ja, Gladi räumt in der ersten Mission erstmal alles alleine auf. Ja, aber wir müssen in die andere Richtung. Echt? Ah nee, das ist. Ach nee, das ist. Ach, das ist dein Befehl. Ach sorry, den muss ich löschen. Ich dachte den gerade. Was willst du eigentlich? Hä? Ach, ich hatte den Befehl ein bisschen falsch gesetzt, sorry. Bisschen. Ich schau mal um die Ecke hier. Ach ja. Ich sehe niemanden mehr. Ja, ich sehe auch niemanden mehr. Ich werde auch von der Werbung abgelenkt. Ich schau nochmal auf die Karte. Wenn die natürlich jetzt unter Dächern und so weiter stehen, sehe ich es auch über die Karte nicht. Darf ich die Straßenseite wechseln? Ja, natürlich. Ich kündige es an, dann gebe ich einfach Deckung und schaue, dass ich jeden treffe. Bei den Kisten? Alles klar. Gladi, rückst du auf? Ja, okay. Meine Waffe verschwindet, wenn ich zu nah an den Kisten stehe. Ja, weil dann hast du keinen Platz mehr, um sie auszustrecken. Ist eigentlich recht logisch. Okay. Darum kann man auch nicht zu nah Deckung nehmen. Ich komme mal zu euch rüber. Und bleib mitten auf dem offenen Feld stehen, deswegen bin ich auch der Squadleader. Mir fehlt nur die Zigarre im Mund. Ja, ihr könnt mal beide vorrücken. Medu macht das schon gut, sie hat so viel Rainbow Six gespielt. Tut mir leid, ich meine, ich wieso tut mir leid? Darin, ich bin wirklich schlecht darin, Befehle zu folgen. Ich hab doch gesagt, ihr sollt vorrücken. Das ist halt telepathische Befehlsübermittlung. Ihr seid einfach schneller, weil ich schon gedacht habe, bevor ich es ausgesprochen habe. Und ihr konntet die Gedanken lesen. Wann wollen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt hier rechts lang oder? Ja, das überlege ich gerade. Links ist, glaube ich, direkt da zum Ziel, aber ich will erst mal schauen, ob ich irgendwas sehe. Ja, ich glaube, das ist die Stelle, wo nämlich, wo wir letztes Mal ja einen Verlust hatten. Oh. Bin in Bewegung. Ramirez, erwarte Lagebericht. Antworten Sie, Ramirez. Ramirez! Hauptsache, er ist tot. Nee. Aber wir müssen uns beeilen. Nee. Captain, wir haben den Kontakt zu Ramirez verloren. Was wäre nett, wenn du zurückkommst. Ich, einen Sammelpunkt ein. Ja. Ich kann Ramirez erreichen. Negativ. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor. Ja, wir sind in Mexiko, habe ich das schon erwähnt? Ich bin hier. Hatte einen. Ich geh mal weiter die Straße runter. Daddy, kannst du nach Richtung Westen sichern? Dann mir du noch. Wow! Aufschließen. Oh ja, ich sehe in der Richtung. Hab ihn. Ich mach das Richtung West, das ist mir lieber. Ja. Ganz vorbei, wenn du. Geh nach Norden. Bist du da? Ich sehe jetzt erstmal keinen mehr. Aber Medo sieht noch welche. Ziel eliminiert. Zwei tot. Okay. Weiter geht's. Jetzt bei Gladi. Ich schick mal die Karte. Was nach Westen sieht Clio aus? Ich sehe da Militärfahrzeuge, aber ich sehe keinen Typen dran stehen. Ah, ich sehe noch welche, aber die können uns von hier aus nicht sehen. Wir sollten zusammenbleiben, das erhöht unsere Feuerkraft. Sonst fallen die uns noch in den Rücken. Medu, wo läufst du rum? Nur von der anderen Seite. Müssen die beiden da die Straße runter? Bei dem Auto? Bei dem Auto sind alle tot, die habe ich schon alle getötet. Gut, okay. Es wäre nett, wenn du jetzt zurückkommst. In die Richtung Gladi, die nächste Straße nach Richtung Norden, rechts rein, stehen zwei Stück. Ja, aber du siehst am Anfang wahrscheinlich nur einen, der andere steht im Zaun. Hier rein oder was? Nee, wenn du jetzt da reingehst, die Straße runterläufst, hier Richtung Westen, dann kommt eine Straße Richtung Norden, in der Straße stehen sie. Und da steht doch noch einer, den ich übersehen habe. Ja? Siehst du die in dem Kanal auch, oder? Dann können wir doch flankieren. Ja, jetzt sehe ich sie jetzt, wo sie sich bewegen, ja. Nee, wir können die nicht immer markieren. Ich habe es noch nicht so ganz kapiert, wie das mit Markieren funktioniert. Alan? Also, ich darf sie nicht flankieren. Ja, Sir, in Bewegung. Flankieren? Ich habe markieren verstanden.
Wo bist du denn? Flankieren. Ich kann sie ja flankieren. Da musst du aber sehr... Hinter uns, ja. Was? Ach, da oben, ja. Okay, ist tot. Ellen hat's. Danke von Ellen immer, dass er uns von hinten... Nee, wenn du da müsstest du ganz oben rumlaufen und läufst schon fast in den feindlichen Stützpunkt. Ich weiß nicht, ob die Karte so weit erlaubt, dass du gehst. Das wird wahrscheinlich nicht... Beiden nach ja, ich sehe sie. Jetzt. Ja, wenn du einen hast, dann schieße ich, schalt ihn aus. Der andere, den sein. Anderen lockst du damit nochmal so raus. Aber warte noch, bis ich Deckung habe.